Ladies and Gentlemen, im Hintergrund seht ihr schon, wir steigen ins Business ein, was wir von Breaking Bad kennen. Wir spielen Definitely Not Fried Chicken Incorporation oder Incorporated, whatever. Das ist eine kleine Hommage an Breaking Bad. Im Hintergrund könnt ihr ein bisschen was sehen. Wir müssen uns ein Imperium aufbauen aus, sagen wir mal, verschiedenen, wie im Hintergrund seht, legalen und aber auch teilweise illegalen Geschäften und das Ganze in Kombination. Schaffen wir das nicht? Well, das erfährst du in diesem Video. Und wenn du ein illegales Business aufbauen möchtest in Kombination mit legalen Businessen, um das Ganze zu vertuschen, dann findest du den Link dazu in der Videobeschreibung. Und zweitens, ich würde es nicht machen, das im Real Life umzusetzen. Spiel okay, sonst nicht. Das hier ist eine Early Access Phase und ich weiß, im Hintergrund, es sieht wacky aus und Management Games sind nicht für jeden was, das verstehe ich. Es kann aber auch ziemlich langweilig sein, aber ich garantiere euch, dieses Spiel hat Suchtfaktor. Es kann spontan passieren, dass ihr da 5, 6, 7, 8, 9 Stunden dran sitzt und gar nicht gemerkt habt, wie die Zeit weggeht. Das Spiel hat einfach eine riesen Optimierung und Suchtpotenzial und ist deswegen auf seine Weise komödiantisch und sehr gut umgesetzt. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich garantiere euch, wenn ihr euch das Spiel holt, ihr werdet Spaß haben. Also, bis gleich. Puh, ein bisschen laut, ja? Nun ja, das ist unser Gebiet. Also, theoretisch kann es unser Gebiet sein. Und wir können uns jetzt aussuchen, wie wir das Spiel starten. Das Spiel hat euch keine Vorgaben zu machen. Lasst euch da nichts einreden. Also, wir haben mit $40.000 ein gutes Startkapital. Und wir können jetzt hier sehen zum Beispiel, das ist die Map. Ich bin mir nicht sicher, was die Farbunterschiede zu bedeuten haben, ob das hier Industriegebiet ist. Lass uns mal gucken. Das hier war grau. Ja, das sieht schon sehr industriell aus. Und hier oben war es grün. Aha, das ist dann eher Wohngebiet. Ich verstehe. Zudem haben wir hier solche kleinen Flächen. Da könnt ihr sehen, was das macht. Und wenn ihr die nicht alle einzeln auf der Karte suchen wollt, dann könnt ihr sie hier einfach durchklicken. Und da könnt ihr sehen, was das macht. Das hier sind die Businesses, die auf diesen Flächen am beliebtesten laufen würden. Hier steht auch, more customers will come to preferred business. Also mehr Besucher kommen, wenn ein Business hier drauf gebaut wird, das zur Fläche passt quasi. Wie gesagt, das ist unsere Map. Wir haben einen Gunshop, eine University und einen Scrapyard. Und das hier ist sozusagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das den Stadtpark nennen soll oder sowas. Nun ja, wir müssen uns jetzt aufbauen. Also ihr könnt entscheiden, wie ihr anfangen möchtet. Ihr könnt jetzt zum Beispiel einfach, sagen wir mal, hier Purchase Land machen. Und könnt Dinge kaufen. Ihr könnt aber auch quasi sofort erstmal eine Lizenz erwerben für bestimmte Dinge. Und könnt jetzt hier wirklich zum Beispiel einen Donut-Shop machen oder sowas. Oder ihr könnt halt natürlich auch direkt auf die Factory gehen. Das ist dieser gesamte Bereich. Also ihr könnt den Stadtpark aufkaufen. Ich weiß nicht, warum man euch den verkauft. Und den Friedhof, den lokalen, auf dem irgendwie nur 8 Leute liegen. Sehr schön. Gucken, ob wir die Zahlen nicht erhöhen können. Wir können jetzt anfangen zum Beispiel mit dem, ich sag mal, etwas, ja, ihr wisst schon, welches Business hier zu finden sein dürfte, schätze ich, ne? Mit dem könnten wir anfangen oder wir fangen halt mit legalem Business an. Jeder hat eine freie Entscheidung, ihr könnt machen, was ihr wollt. Übrigens, ein kleiner Tipp zur Vorgeschichte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es ist. Es ist hier, glaube ich. Da ist der Gunshop. Ihr seid nämlich gefeuert worden. Dadurch fängt die ganze Misere nämlich erst an. Und zwar hat euch ein guter Bekannter von uns früher eingestellt und hat euch dann gefeuert, weil es ihm zu bunt wurde. Und er ist jetzt ziemlich sauer darüber, dass wir uns hier selbstständig machen im eigenen Business. Ich muss allerdings gerade zugeben, ich finde ihn nicht. Und wenn ich ihn jetzt endlich in 10 Sekunden gefunden habe, weil mir dann mein Text ausgeht, dann werde ich es euch einfach sagen. Also, Text ist aus. Haben wir ihn gefunden? Nein? Gut, also unser ehemaliger Arbeitgeber ist niemand anders als Colonel Sanders. Kentucky Fried Chicken. Heißt nur hier anders, ist aber exakt derselbe Typ und das ist euer Konkurrent. Da habt ihr gearbeitet und dem wurde das zu bunt mit euch, er hat euch rausgeschmissen und er findet das jetzt überhaupt nicht lustig, dass ihr auch in Drogen investiert. Was uns das über Kentucky Fried Chicken aussagen soll, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie für bare Münze man das nehmen kann. Nun gut, wir kaufen also dieses Gebiet hier oben. Ich habe mich entschieden, dass wir nicht mit Drogen anfangen, denn Drogen sind schlecht. Wir kaufen einen Laundromat, also eine Wäscherei. Die sind in Amerika ja super beliebt und in Deutschland auch immer beliebter. Das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal ein sehr schickes Business auf. Wir haben noch 25.000. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wir sagen jetzt hier, set Land Type, beziehungsweise Plot Type. Und jetzt heißt es bauen. Ihr könnt hier erstmal alles aufbauen, wenn ihr Bock habt.
Könnt natürlich so machen, dann habt ihr schon mal 14.000 weg. Oder ihr überlegt ganz genau, was ihr haben möchtet. Das geht natürlich nicht beim ersten Versuch, denn ihr müsst erstmal damit rechnen, dass ihr keine Ahnung habt, wie dieses Spiel funktioniert. Das hier sind eure verschiedenen Räumlichkeiten. Das hier sind die Bedürfnisse der Leute. Hier ist zum Beispiel der Laundromat. Ihr müsst für alles etwas Eigenes festlegen. Also ihr könnt nicht einfach sagen, hey, komm, wir machen jetzt einfach mal alles dazu und dazu und dazu und wir stellen alles willkürlich. Nein, ihr müsst also alles wirklich genauestens festlegen, wo was hinkommt und was was ist. Und ich empfehle euch, überlegt euch gut, wie ihr was aufbauen wollt, denn das ist später extrem relevant. Oh, seht ihr zum Beispiel, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Hier sollte Besuchertoilette hin. Dann soll hier die Staff-Toilette hin. Und hier kommt der Breakroom. Wie gesagt, euch kommen mit der Zeit auch immer und immer und immer mehr Möglichkeiten, wie ihr was besser bauen könnt. Ich sehe zum Beispiel gerade, dass hier das Lager besser wäre. Das müsst ihr bis jetzt alles gar nicht nachvollziehen können und auch nicht verstehen. Ist doch alles nicht schlimm. Wir spielen das doch nur aus Spaß. Ihr müsst jetzt nicht gleich wieder anfangen zu heulen. Ich sehe nämlich schon, wie die Krokodilstränen kommen. Es tut mir leid für euch, aber es ist nun mal, wie es ist. Es muss ja nicht mal alles leicht sein. So, eure ganzen Sachen. Ihr braucht natürlich Türchen. So, das Spiel befindet sich übrigens noch in der Early Access Phase. Macht euch also keine Gedanken. Es wird hier noch 1000 Änderungen geben und nicht alle davon werden euch gefallen. Also leben wir doch einfach mit den Sachen, die wir haben und genießen es. Und an sich ist das Spiel ziemlich lustig und wie gesagt, es macht ziemlich süchtig, wenn man es einmal verstanden hat. Und was ich damit meine, ich hoffe, dass ich das in diesem Spiel vermittelt bekomme. Es passt überhaupt nicht, oder? Findet ihr nicht irgendwie, dass die Sachen etwas fliegen? Ihr könnt alles im Nachhinein nochmal drehen und wenden und tun und machen. Und ihr könnt die Sachen auch löschen. Und das Interessante ist, dieses Spiel denkt mit. Seht ihr, ihr habt jetzt auf einmal zwei und keinen New-Button. Das bedeutet nämlich, ihr habt die Sachen noch im Inventar und müsst dafür nichts mehr bezahlen. Das Spiel denkt also tatsächlich ein bisschen mit und denkt sich so, ah, warte mal, der hat das doch schon irgendwoher gekauft. Und deswegen hat er das schon irgendwie so, Dann braucht er das nicht nochmal bezahlen. Also das finde ich schon ziemlich cool. Da hat das Entwicklerteam zumindest auch mal mitgedacht. Im Gegensatz zu ganz anderen Spielen. Und ich rede davon auch von AAA-Spielen. Hallo Skyrim. Hallo Bethesda, just saying. So, dann bauen wir eben was Schickes auf und dann geht's weiter. So, wenn wir Grundlegendes aufgebaut haben, dann fängt der ganze Spaß erst an. Jetzt kommt nämlich die Mitarbeiterverwaltung und da empfehle ich euch, arbeitet euch selber ein. Ich habe da jetzt keine Präferenzen und kann euch nichts Spezifisches empfehlen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, das ganze System ist relativ witzig gemacht. Hier oben, wenn ihr auf die Sterne klickt, könnt ihr zum Beispiel sehen, was müsst ihr machen, damit ihr mehr Sterne bekommt. Übrigens, cooler Elstern-Sound, das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Hier zum Beispiel Cleaner All Business aus, bedeutet, wenn ihr jetzt mal hier auf euren Cleaner klickt, dann auf Jordan Miller. Hier könnt ihr übrigens neue Ausrüstung geben, ich empfehle das hier. Dann bewegen die sich nämlich ein bisschen schneller. Und jetzt geht ihr auf Schedule und dann könnt ihr sehen, aha, hier arbeiten sie, hier machen sie Pause. Wir wollen aber nicht, dass sie Pause machen, wir wollen Cleaner All Business aus, das ist von 6 bis 19 Uhr, ab 19 Uhr. Dürfen die Leute dann auch mal kurz Pause machen und dann müssen sie nochmal arbeiten und dann dürfen sie von mir aus erstmal nach Hause gehen. Später werdet ihr das Ganze umstellen müssen, weil es reicht einfach nicht, wenn ihr nur einen Kassierer zum Beispiel habt. Es reicht auch nicht, wenn sie nur ganz kurz da sind, weil eure ganzen Lieferungen ankommen und so weiter. Macht euch da also erstmal noch gar keinen Kopf drum, das ist erstmal alles vollkommen unwichtig. Engineer? Hat er das schon? Wollte ich doch sagen, das wäre doch komisch gewesen. So, das ist erstmal unser erstes Business. Jetzt machen wir das ganze Business auch mal open. War ja schon open. Okay. Jetzt gehen wir mal auf erhöhte Geschwindigkeit und gucken mal, ob das ein bisschen Geld generiert. Und da ich weiß, dass es das tut, switchen wir jetzt einfach schon mal rüber, indem wir hier auf Plots klicken und dann klicken wir hier auf die Factory. Das spart uns ein bisschen Zeit. Jetzt können wir mal überlegen, wollen wir vielleicht schon mal eventuell einen Plot kaufen? Ich empfehle immer, denkt ein bisschen nach, wo sind eure Sachen. Ihr könnt hier sehen Church Lane, das heißt, ich würde die oben links Ecke nehmen. Da könnt ihr nämlich ein bisschen vorausplanen, wo eure Autos herfahren, wisst ihr? Und damit könnt ihr ein bisschen, ich sag mal, flinker agieren. Ich weiß nicht, ob die sich hier dran tatsächlich halten müssen. Anscheinend. Ihr kriegt übrigens die ersten Plots umsonst. Das heißt, theoretisch könntet ihr für sowas Geld sparen, aber ich wollte ja keins haben. Also ich würde vielleicht hier empfehlen und dann da drunter oder ihr könnt auch direkt den mit der Straße nehmen. So, und dann den da drüber nehmen zum Beispiel. Hier, den. Und das würde jetzt schon reichen, damit ihr ein Business aufbauen könnt. Allerdings 4.300 wird dafür nicht reichen.
Hier könnt ihr dann Mopeds hinstellen. Ich meine, ich muss euch das ja wenigstens einmal alles gezeigt haben. Ihr könnt den Moped hinstellen und dann könnt ihr hier anfangen, Green Stuff zu brauen. Ja, ich sage bewusst brauen, weil ne, YouTube und seine Richtlinien. Und so ist es einfach leichter. Also wenn ihr ein bisschen Green Stuff hier habt, dann müsst ihr das jetzt noch alles logistisch planen, müsst auch wieder da eure Räume ausbauen und so weiter. Das klingt erstmal eine Menge und ich gebe zu, das ist auch erstmal eine Menge, aber es macht halt richtig Spaß mit der Zeit. Und vor allem dieses ganze Logistische, weil ihr könnt das halt super, super optimieren. Zum Beispiel das hier ist für die Abfüllung von eurem, ja, ich, wie gesagt, ne, YouTube, deswegen Abfüllung. Euer Green Stuff muss ja irgendwie verpackt werden. Und dafür ist das hier zum Beispiel gar nicht so schlecht geeignet. Und das ist jetzt logistisch so angelegt, dass die Leute super schnell hier verpacken können und dann raus und direkt zum Lieferfahrzeug bringen. Das Lieferfahrzeug könnt ihr übrigens hier oben bestimmen, wo das hinfahren soll. Ihr könnt auch den Gunshop, die University und den Scrapyard, also den Autohandel da ansteuern. Und hier oben auf Local Businesses könnt ihr dann sehen, warum. Da habt ihr die University, den Gunshop und den Scrapyard. Und die bieten euch unter anderem neue Vehikel. Hier seht ihr auch, 16 Boxen können wir transportieren. Das ist super viel. Das Motorrad kann nur eine. Das hier ist aber noch nicht in der Early Access vorhanden. Das heißt, das kann ich euch jetzt auch nicht zeigen. Leider. Ich hätte es nämlich auch gerne. Hier könnt ihr eure Sachen verbessern. Also deutlich coolere Erfindungen. Hier seht ihr, kann man eine Double Boxing Station und so. Später kommt sogar noch eine Auto Boxing Station. Da werden eure Sachen automatisch verpackt. Dann geht das alles ratzfatz. Die Universität bietet auch interessanterweise was für die Production, also für den Blue Stuff. Hier habt ihr noch Coca-Cola. Ne? Hier könnt ihr neue Closings kaufen. Die Klamotten haben zum Beispiel hier 30% auf das. Ne? Ich will nicht immer alles vorlesen. Hier könnt ihr dann zum Beispiel eine automatische Schneidmaschine für den Green Stuff holen oder was zum Trocknen und so weiter. Also ist ganz nützlich, wenn ihr daran auch denkt, dass ihr das irgendwie, naja, auch den Leuten mal zuschiebt, also der Universität gerade mal. Am Anfang braucht ihr noch keine Küche. Es reicht, wenn ihr ein Bedroom, Stuff Toilet und ein Break Room habt. Und ihr solltet vielleicht vorausplanen, wie ihr das Ganze hier weiter ausbaut. Also wir können in diese Richtung noch gehen. Das heißt, da hier die Produktionen sein sollen, müsst ihr das am Anfang alles relativ klein halten. Dieses Bett ist zum Beispiel 2 Block breit. Das heißt, wir brauchen für den Bedroom maximal so eine Fläche. Haltet das alles möglichst klein und kostensparend. Und ihr müsst es auch jetzt noch nicht eröffnen, denn sobald ihr es eröffnet, wird eure Konkurrenz sowieso ein bisschen, na, sagen wir mal, angefressen. Und dann wollen sie euch direkt aus dem Weg räumen. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Spiel jetzt gerade spiele, ist das allerdings noch nicht so tragisch. Es kann aber sein, dass wenn ihr das anfangt zu spielen, dass ihr schon, naja, ich sag mal, die Hölle auf Erden auf einmal habt. Hier seht ihr immer die Bauflächen. Braucht natürlich noch Leute und all sowas. Und ich kann euch gleich auch eine effektive Bauweise zeigen, aber nicht mit 300 Dollar. Dafür müssten wir jetzt erstmal hoffen, dass hier auch mal ein paar Leute hinkommen. Ich würde euch am Anfang übrigens empfehlen, dass ihr hier die Lizenzen vom Laundromat komplett auf Maximum kauft und dann auch nicht erst anfangt, das Ding hier zu öffnen mit kleinen Dingen. Weil dann habt ihr zwar mehr Geld, dann könnt ihr diese hier bauen, diese Dreiermaschinen und auch diesen Doppeltrockner. Okay? Später, wenn ihr das erste abgegradet habt, dann könnt ihr auch das hier machen. Eine große Waschmaschine und auch einen großen Trockner. Und ganz am Ende könnt ihr halt die Fast Dryer und Fast Cleaner, also hier Fast Washing Machine, die könnt ihr holen. Die würde ich euch auch empfehlen, denn geht's jetzt? Denn das ist deutlich effektiver und bringt mehr Geld. Und ihr wisst ja, it's all about money. Zack, 14 Dollar. Ist nicht viel, ist aber besser als null. So, jetzt werden immer mehr Customer zu euch kommen, weil sich das natürlich herumspricht. Irgendwie. Wie auch immer. Manche gehen auch interessanterweise nur bei euch rein, gehen auf Toilette und gehen dann wieder, was ich persönlich bemerke. Da seht ihr? Ohne Witz. Also ich würde das berechnen. Wenigstens 1 Dollar. Nun ja. Aber jetzt generiert das Ganze hier ein bisschen Geld. Und zwar bis 19 Uhr. Jetzt ist zum Beispiel Schluss. Wir haben sehr viel des Tages verschossen. Jetzt müsst ihr auf den nächsten Tag warten, damit es weitergehen kann. Es sei denn, ihr habt da schon ultra florierendes Business. Dann müsst ihr nicht groß warten. Aber von, ich sag mal, 200 Dollar können wir uns jetzt hier nicht mal mehr, sagen wir mal so, die gängigsten Sachen kaufen. Beispielsweise hier so ein Snackautomaten oder ein Kaffeeautomaten. Das brauchen eure Leute nämlich zum Leben. Und sie brauchen auch eine Toilette. Tja, das heißt, heißt es wohl warten, nicht? Das Gute ist, die Toilette muss nur 3x4 groß sein. Das heißt, wir könnten diese Fläche nehmen. Machen wir jetzt aber nicht. Doch, machen wir.
Und die ändern wir dann wieder in. Ach, weißt du was, die können wir theoretisch so lassen. Ach komm, die lassen wir so. Die muss jetzt kein Flur werden. Hier könnt ihr nämlich auch noch Flur auswählen. Wobei wir können auch einen Korridor bauen, mir soll es egal sein. Zack, so. Jetzt sind die Bereiche voneinander getrennt. Hat das einen Sinn? Nö. Nö, absolut nicht. Da dieses Spiel quasi immer genauso weitergeht und ich euch dann nicht 10 Stunden langweilen möchte, ne? Weil es dauert eine gewisse Zeit, bis ihr Geld generiert, zeige ich euch jetzt noch ein, zwei lustige Sachen. Und dann haben wir uns das Spiel im Prinzip auch schon angeguckt. Also ihr habt jetzt hier alles drin, was man braucht. Ihr müsst jetzt noch was zum Schneiden der Pflanzen holen. Und das Lustige ist, die kommen auch durch diesen Bereich hier. Wenn ihr das so bauen würdet, durch den Bereich hier können sie immer noch laufen. Also das hier passt. Das ist ganz cool gemacht vom Entwickler. Machen wir aber nicht. Wir machen das hier hin. Und einen Schneidtisch. So. Jetzt braucht ihr im Prinzip nur noch Geld, damit ihr euch Leute holen könnt. Und dann passiert etwas Doofes. Aber in der Theorie hättet ihr damit jetzt schon ein Setup. Seht ihr, hier seht ihr auch die Qualität. Wenn ihr da die Maus drauf haltet, seht ihr, was ihr braucht. Das ist jetzt in dem Fall, brauchen die Licht. Dann habt ihr bessere Qualität des Produkts. Wenn ihr jetzt hier auf Overlay geht, dann habt ihr jetzt hier zum Beispiel Licht und alle Sachen, die die Pflanzen brauchen. Hier könnt ihr sehen, wie viel Licht ihr habt. Und so ist so theoretisch das beste Setup für die Anfangssachen. Die Maschinen verlieren allerdings mit der Zeit Leben. Seht ihr? Hier zum Beispiel, das ist die Lampe. Das heißt, solange ihr noch nicht das Geld habt für Mitarbeiter, solltet ihr die Lampen weglassen oder noch gar nicht aufbauen. Aber wenn ihr sie schon einmal gekauft habt, einfach wegmachen. So, ich wollte euch noch eine lustige Sache zeigen, bevor wir wirklich das Spiel in riesen Augenschein nehmen. Also, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen möchtet, könnt ihr das jederzeit in die Kommentare schreiben. Es gibt halt noch wirklich viel zu tun. Also, ihr könnt halt noch den Blue Stuff bauen, na, Crystal Stuff Zeugs. Coca-Cola könnt ihr anbauen, wobei das ist, glaube ich, noch nicht in der Early Access, zumindest jetzt noch nicht. Aber wenn ihr mehr sehen möchtet, wir können gerne mal eine ganz gemütliche Runde machen. Das ist zwischen dem ganzen Hin- und Hergebaue und Abgeschieße und all sowas ist das ja wahrscheinlich eine ganz schöne Sache. Also, sobald wir jetzt fertig sind, unser Freund hier es abgeerntet hat, wird unsere Konkurrenz nämlich auf uns aufmerksam. Und die finden das irgendwie gar nicht so witzig, was wir hier machen. Und das wollte ich euch unbedingt nicht vorenthalten. Und euch mal zeigen. Wir verkaufen noch eben ein paar Sachen. Das tue ich deswegen, weil ich brauche das Lager jetzt nicht mehr. Zu wissen nicht fürs Let's Play. Aber ich kann euch da noch was Lustiges zeigen. Komm, verkaufen wir eine von den Maschinen. Oder zwei. Jetzt, was muss ich machen? Genau. Kaffee? Ne, erstmal Snacks. Mehr Geld habe ich nicht, oder? Doch. So, jetzt muss das hier fertig sein. Und dann müsste er das theoretisch schneiden wollen, beziehungsweise trocknen wollen. Seht ihr, jetzt bringt das hier hin, das Ganze trocknet. Hier seht ihr das. Moment, so, jetzt seht ihr das. Das ist so ein, ich sag mal, gefühlt eine Minute ungefähr. Ich glaube, er kriegt auch 4 Stück auf einen Tisch. Bin ich mir aber nicht sicher. Wenn ihr mehr Arbeiter einstellt, geht es natürlich auch schneller. Und jeder Arbeiter kann halt auch mehr machen. Und später bekommt ihr bessere Ausrüstung und so weiter und so fort. Also das ganze Spiel wird dann immer und immer und immer leichter für euch. So, jetzt schnappt er sich das, hackt das klein. Und jetzt müsst ihr es nämlich eigentlich zum Moped bringen. Und dadurch, ja, beginnt das Spiel dann sozusagen erst. Das ist übrigens auch eine kleine Hommage jetzt am Breaking Bad, wie ihr seht. Also jetzt noch nicht. Die haben ja Blue Stuff hergestellt. Aber wer die Sendung gesehen hat, weiß, was ich meine, dass da auch manches schief ging. So, wir müssen unserem Arbeiter jetzt natürlich nur sagen, was er machen soll. Er soll auch liefern. So, wenn er das jetzt gepackt hat, dann bringt er das direkt zum Moped und geht's los. Genau, das Moped bringt jetzt was weg und das finden andere Menschen gar nicht so lustig. Ach, eins noch, bevor es hier so richtig losgeht oder was auch immer. Ihr solltet möglichst gucken, dass ihr auch immer einen Engineer habt und auch immer einen Cleaner. Erstens hilft das eurer Base. Ich glaube sogar, die Dinger hier können kontaminiert sein. Irgendwo steht das da. Product contaminated? No. Da, jetzt geht's los. Er heißt nämlich jetzt nicht Colonel Sanders, er ist jetzt Mayor, also Major Sanders. Und da, you're dealing dope now, huh? Now it was right to fire you. I'm sending a few of my boys to round to clock you up. Und jetzt kommen nämlich seine Hühnchen und verprügeln uns. Und so stirbt euer erstes Business. Früher haben die sogar alles zertrümmert, das machen sie jetzt nicht mehr. Ihr könnt die theoretisch aufhalten, indem ihr eine Wache einstellt. Sowas wird nämlich anscheinend in Zukunft häufiger passieren. Das geht hier. Ja.
Wir wollen jetzt nicht mit der NASA zusammenarbeiten und Drogen liefern. Also das geht hier, ihr könnt Guards einstellen, die kosten 800. Ist aber ganz nützlich, damit genau so etwas nicht passiert. Das Spiel hat anscheinend Größeres vorgesehen, weil wenn ihr mal auf Gunshop geht, ihr könnt hier zum Beispiel Riot Gear haben mit 40 Leben, dann auch einen Riot Helm. Eure Leute können dazu noch ein Schild tragen und ihr könnt dazu auch noch hier schwere Assault Rifle holen. Was? Can better intruders to death. Okay. Also ihr könnt euch auf jeden Fall schweres Gerät holen. Und ich würde sagen, das hat einen Grund. Also ich schätze mal, das Spiel wird auf lange Sicht so, dass ihr regelmäßig überfallen werdet. Ihr werdet jetzt von Major Sanders nichts mehr hören. Der lasst euch jetzt erstmal in Ruhe. Irgendwann, wenn ihr groß genug seid, kandidiert er als Präsident. Und als Präsident schickt ihr euch dann direkt mal massig Schläge auf den Hals. Die zerlegen euren Laden vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ihr müsstet jetzt erstmal wieder viel Geld anhäufen und jetzt könnt ihr wieder den Worker einstellen, ihm sagen, er soll alles machen und so weiter und so fort. Baut euer Business auf, habt Spaß, verkauft niemals im echten Leben sowas. Aber in diesem Spiel hoffe ich, dass es euch gefällt. Und wenn ihr da Spaß dran habt, klickt auf jeden Fall auf den Link, glaubt mir, es macht süchtig wie sonst was. Also, genießt eure Zeit, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, wollt euer Ries, euer Wolf.